Hallo, wir sind jetzt an der exakt gleichen Stelle wie gestern, obwohl der nächste Tag ist. Aber naja gut, das P ist ja nun mal rund gewesen, also geht's jetzt heute so weiter. Und zum ersten Mal am vierten Tag haben wir morgens Sonnenschein. Hoffen wir mal, dass das den ganzen Tag so weitergeht. Ist auch kaum dumm oder so, wenn da jetzt jemand zuguckt. Hier müssen wir jetzt abbiegen in die Prinzregentenstraße. Wir haben da nur ein kleines Problem. Diese Straße gibt's nicht mehr. Ihr wisst natürlich inzwischen, dass ich diese Strecke nicht alleine gehe, sondern dass mein Freund hier mit dabei ist. Und ja, er ist quasi von Anfang an mit dabei gewesen und wird euch jetzt heute etwas dazu erzählen, wie er diese ganze Story erlebt hat mit meinem großen Schub und den vielen Krankenhausaufenthalten. So, also, ich habe hier jetzt meinen Freund Rainer sitzen. Wir sind ja nun schon seit 5 Jahren zusammen und du hast die ganze Geschichte ja dann auch direkt miterlebt. Ich habe nämlich in den vorherigen Videos schon ein bisschen erzählt, wie es mir über die Zeit des ersten Schubes ergangen ist, ein bisschen den Weg von Klinik zu Klinik geschildert und dann natürlich auch die Reha und alles, was danach gekommen ist. Und ja, jetzt bin ich total froh, dass du dich bereit erklärt hast, dich von mir hier interviewen zu lassen, um einfach mal deine Sicht der Dinge zu schildern. Und da wollte ich jetzt einfach mal direkt starten mit diesem ganzen Weg von ja, alles ist gut, ich bin gesund, zu der Intensivstation über diese 7, 8 Wochen. Wie ging es dir in der Zeit? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, also das war ganz unterschiedlich. Das war eine Gefühlsachterbahn, würde ich sagen. Es war eine ungewohnte Situation für mich, überhaupt in einem Krankenhaus zu sein, als Besuch oder als Patient. Insofern, am Anfang war das eher ganz entspannt. Man weiß ja nicht, was ist, aber wenn es einem nicht gut geht, fährt man ins Krankenhaus und dann wird wieder alles gut. Das war erstmal ja. die ganz naive Annahme. Mhm. Und so ging es dann auch die erste Zeit. Aber natürlich, mit der Zeit hat man dann schon gemerkt, okay, es ist ein bisschen was Ernsteres, aber dennoch überwiegt halt so das Vertrauen in die Ärzte. Die sind halt da, die machen ihren Job und ja. Die werden einem schon helfen. Wurde mit der Zeit schwieriger, da kam dann hin und wieder durchaus Frust hinzu, insbesondere durch die vielen Stationen, die du oder hauptsächlich du durchgemacht hast, ja. Aber ich habe dich ja begleitet. Ja, genau, du hast mich besucht und plötzlich erfahren, sie liegt gar nicht mehr hier so. Ja. Ganz genau. Und dann ist halt, ja, das war ein gutes Beispiel. Also man hat vielleicht am Vortag noch mit Person X aus Station Y gesprochen und hatte da so das Gefühl, ah ja, Mensch, die haben jetzt selber festgestellt, irgendwas ist da nicht richtig. Mhm. Man denkt sich, ah, okay, gut, jetzt ist da jemand, der sich drum kümmert. Nächster Tag, man ist auf einer völlig anderen Station. Ja. Keiner weiß Bescheid, ist jetzt nicht so die Kritik, aber es ist halt oftmals, wenn du von Station zu Station gegangen bist, hieß es halt, ja, steht alles in der Akte. Das ist mir in Erinnerung geblieben, es steht alles in der Akte, die wissen Bescheid. Man kommt an und man hat nicht das Gefühl, dass die Leute Bescheid wissen. Ja, okay. Das ist, da kam dann so ein bisschen die Verzweiflung oftmals, also sicherlich auch bei dir auf jeden Fall, aber gerade auch, das ist mir hauptsächlich in Erinnerung geblieben, wenn es um Medikamente ging, beispielsweise Schmerzmittel, Station hat es geklärt, du wurdest verlegt, die wissen Bescheid. Nein, die wussten nicht Bescheid. Und dann rannte man und hat jemanden gesucht, damit man jetzt Medikament XY bekommt. Mhm. Ja, gerade Schmerzmittel wurde ja auch immer wichtiger mit der Zeit. Genau. Ja, ja, und das war halt ermüdend. Und irgendwo an einem bestimmten Punkt hat man sich auch gefragt, sollte ich jetzt mehr machen? Persönlich bin ich jetzt nicht der Mensch, der sich dann irgendwie vor jemanden aufbaut und wild die Station zusammenschreit, weil letzten Endes
die machen ja auch nur ihren Job. Und meine Mutter arbeitet im Krankenhaus und dadurch habe ich, glaube ich, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Respekt dem Personal gegenüber. Ja. Und es war halt, es hat einen innerlich ein bisschen zerrissen zwischen Vertrauen und andererseits so, okay, aber jetzt, irgendjemand muss doch was machen. Okay. Ja. Und magst du vielleicht auch noch so ein bisschen darüber erzählen, wie es dann gegen Ende hin war? Denn was ich noch nicht gesagt habe, das Krankenhaus Bremen-Ost, das ist ja nun nicht gerade in der Nähe von Berlin. Also ich war dann tatsächlich auch zwischenzeitlich für wenige Tage nicht im Krankenhaus, sondern meine Familie hat sich dann meine angenommen oder es versucht, bis ich wieder ins Krankenhaus gegangen bin. Wie war das dann für dich? Das war erst Bassum und dann war es Bremen. Also erstmal war ich ja nur bei meiner Familie und ach so, ja. Ja, Status, okay. Status quo war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich doch irgendwie eine Magersucht. Ah, obwohl ja. Es sich für mich gar nicht so anfühlte. Ja. Das war auch sehr schwierig, wenn andere Menschen einem sagen, dass, weiß ich nicht, du jetzt magersüchtig seist. Und auch Ärzte tatsächlich. Ein Arzt hat mich mitten auf Arbeit angerufen und hat so ein bisschen den Fragebogen abgeklappert, so könnte das sein? Und man denkt so, nein, das ist sie nicht, das kann nicht sein, dass sie das macht. Das war ganz komisch, weil man dann natürlich auch, wir kannten uns ja noch gar nicht so lange und dann hat man halt ein Familienmitglied von dir vor dir zu sitzen und die sagen so, ja, aber was, wenn das so ist? Ja. Das fand ich sehr schwierig, ja. Und als ich dann ja weg aus Berlin war, bei meiner Familie, erstmal die paar Tage? Ja, das war ein bisschen schwierig. Also wir konnten uns ja glücklicherweise hier quasi noch verabschieden, aber es war halt auch so eine Verabschiedung ins Ungewisse. Also keiner wusste wirklich, wie geht's weiter, was passiert. Okay. Irgendwo, ein Teil von mir war erleichtert, weil ich das Gefühl hatte, dass du in guten Händen bei deiner Familie bist. Und vielleicht auch, ja, sie vielleicht auch anders an gewisse Sachen rangehen. Also auch wieder das Gefühl bei mir, hätte ich mehr tun sollen. Ach so, ja. Diese starken Selbstzweifel, die sich dann aufgebaut haben, die sind dann ein bisschen weniger geworden. Und ich war ja auch in stetem Kontakt mit deiner Familie und es war erstmal eine Erleichterung. Ja. Wobei so mehr tun, ne? Man muss ja auch sagen, du hast ja auch immer noch ganz normal deinen 40-Stunden-Job gehabt. Du bist trotzdem jeden Tag bei mir im Krankenhaus gewesen. Also es gab echt nicht einen Tag, wo wir uns nicht gesehen haben. Du hast so meine schmutzige Wäsche auch immer noch mit nach Hause genommen und neue mitgebracht und auch zwischendurch irgendwie Essen vorbeigebracht. Ich habe ja erzählt, irgendwie fing das dann ja mal mit der Appetitlosigkeit an, sodass dann Rainer extra mir dann leckere Sachen mitgebracht hat, damit ich irgendwie noch schaffe, was zu essen. Also all das hin und her, allein die Fahrzeit, so ganz normal neben der Arbeit, das, ja, also ich weiß nicht, wie ich das geschafft hätte an deiner Stelle, ob ich das überhaupt so geschafft hätte. Okay, gut, aber wollen wir dann mit der Frage einmal kurz abschließen und zum nächsten Kapitel übergehen sozusagen. Dann stand die Diagnose fest, Porphyrie, hatten wir beide noch nie von gehört und dann wurde ja auch irgendwie ja, recht offen gelassen, wie es denn überhaupt mit mir dann weitergeht und mit meiner Entwicklung. Wie war das denn für dich? Man hatte zwar eine Diagnose, wusste aber nicht so genau, wo geht's hin. Was war dein, also was würdest du sagen, was hast du damals dann gefühlt? Wie ging es dir damit? Tatsächlich, ich habe, glaube ich, dieses Gefühl der Erleichterung und der Hoffnung einfach hauptsächlich genutzt und habe das einfach, ja, das hat mich hauptsächlich bestimmt. Also die ganze Zeit war halt wirklich die Freude, okay, es ist eine Diagnose, es ist nicht irgendeine Vermutung, es ist eine Diagnose, was ich zum Beispiel auch nicht gemacht habe. Ich habe vielleicht mal kurz tatsächlich gegoogelt, okay, was ist das? Aber das war es dann auch. Also ich habe nicht versucht, in irgendwelche Studien oder Berichte reinzugucken, weil am Ende sind es halt auch irgendwo nur Zahlen und du bist halt du und wir schauen halt, was bei dir passiert. Man hat dann so ein bisschen von den Ärzten natürlich was mitbekommen. Die Sache ist, das war aus meiner Perspektive war das der Tiefpunkt zu dem Zeitpunkt der Diagnose.
Und insofern dachte ich mir, schlimmer wird's nicht. Man hat sich dann wirklich über jedes kleine bisschen gefreut. Ja. Also das war dann, allein, dass wir dann ja irgendwann auch mal wieder kommunizieren können und sei es wahrscheinlich absolut frustrierend für dich mit der Buchstabentafel. Für uns beide frustrierend. Das war. Oh Gott, ja. So. Okay, war das jetzt wirklich die Zeile? Wolltest du jetzt eh sagen? Und ach ja. Es hat ewig gedauert, einen einzigen Satz zu bilden. Ich konnte ja nicht sprechen, also ich konnte nur so Worte formen irgendwie mit dem Mund. Und ich dachte aber zwischendurch so, boah, nee. Vor allem, ich war ja noch ziemlich schwach. Für mich war das total anstrengend auch. Das hat mich echt müde gemacht auch. Aber einfach mal ein paar Sätze zu wechseln, das, ja, war gut. Ja, und an solchen Fortschritten hat man sich dann halt festgehalten. Also natürlich, zwischendurch war dann halt auch die Frage mit der Lähmung, inwieweit bleibt das so oder wie viel kann sich verbessern. Es gab einen Moment, da habe ich kurz mal so ein bisschen, sag ich mal, den Blick in die Zukunft schweifen lassen. Da saß du aber schon im Rollstuhl. Mhm. Da war dann auch die Frage, bleibt sie jetzt im Rollstuhl? Was ändert sich da? Hätte man jetzt vielleicht überlegen können, okay, wie geht man das in der Zukunft an? Aber tatsächlich war vielleicht irgendwo ein bisschen der Vorteil, wir kannten uns noch nicht so lange, wir hatten noch nicht groß Pläne geschmiedet tatsächlich. Also sowas wie gemeinsame Wohnung, das ist noch nie gefallen, irgendwie dieser Gedanke in der Zeit. Insofern war das für mich eher, ja, schauen wir einfach. Also ich hatte dich ja als starke Frau kennengelernt. Jetzt nicht rot werden. Ups, zu spät. Insofern jeder Tag für sich war dann einfach schön. Dann dachte ich mir, wir schauen einfach. Und das hat sich ja dann auch die ganze Zeit durchgezogen. Ja, dieser, cool. Dieser Kampfgeist. Und an dieser Stelle wirklich, also wir waren gerade mal 3 Monate zusammen. Und ich kann euch gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, dass wir auch immer noch zusammen sind. Und dass Rainer nicht einfach so nach 3 Monaten gesagt hat, so nach dem Motto, was ja völlig verständlich wäre, aber quasi, okay, wir haben noch nicht zu uns groß was aufgebaut, ja, dann, sorry, ich kann das nicht, auf Wiedersehen, so. Also, es war auch wirklich für mich wichtig, dass ich quasi weiß, ja, also man hat so diese Phasen, natürlich, man will für sich selbst wieder stark werden, aber manchmal kann man diese Motivation nicht aufbringen. Aber wenn man dann noch einen Partner im Hintergrund hat und denkt, ja, okay, dann, keine Ahnung, aber auch wenn du heute mal irgendwie doch dich nicht so fühlst für die Ergotherapie-Session, habe ich das als Motivation einfach auch mitgenutzt, ja. Ich hatte ja auch damals tatsächlich das unbedingte Ziel. Da saß ich noch nicht mal im Rollstuhl, aber da dachte ich so, was ich mindestens können will, ist mich selber im Rollstuhl fortbewegen können und alleine versorgen. Das war so das Minimalziel, was ich mir irgendwie erstmal gesetzt habe, damit ich da irgendwie nicht, ja, keine Ahnung, die bin, die immer gepflegt werden muss oder irgendwie so. Okay, gut. Eine letzte Frage hätte ich noch, denn ich bin ja dann irgendwann nach 10 Monaten schließlich auch aus Chemnitz wieder da gewesen, wo ich nochmal kurz war. Die Reha war dann auch schon vorbei. Würdest du vielleicht einfach nochmal kurz aus deiner Perspektive schildern, ob bzw. inwieweit du dich dann selber noch hast einschränken müssen oder ob du mir irgendwie groß hast helfen müssen? Mhm. Ja, tatsächlich, da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich glaube, ja, wie mit vielen Sachen habe ich mich dann eher auf andere Sachen fokussiert. Also natürlich rückblickend, du konntest natürlich nicht vom ersten Tag an wieder Fahrrad fahren. Oder wir haben eine große Wanderung gemacht. Das ging natürlich damals noch nicht. Insofern, ja, klar. Das kam ja Jahre später. Genau. Insofern hat man mit sowas natürlich nicht geplant. Aber das war auch nichts. Es gab ja in dem Sinne keine Pläne, also das war so, jeden Tag, wir schauen, was geht. Natürlich gab es dann diesen Moment, okay, wir sind zusammen Fahrrad, oder du bist erstmal alleine Fahrrad gefahren und ich habe ein bisschen aufgepasst, dann sind wir zusammen Fahrrad gefahren und dann waren ja wieder mehr Sachen möglich.
Einschränkung. Ich habe das dann nicht als Einschränkung empfunden tatsächlich. Das war halt eher, das ist das, was wir machen können und wir schauen, was können wir morgen machen. Natürlich. Also wenn ich das quasi so ein bisschen umformulieren darf, unterbrich mich, wenn es verkehrt ist, so nach dem Motto, okay, wir können keinen riesen Spaziergang machen, aber wir schaffen es zumindest schon mal zu Fuß in den nahegelegenen Park und dann gehen wir halt wieder zurück. Und das war dann quasi, ja, das war dann schön. Das hast du dann so genossen, wie es halt eben ging. Genau. Oder wir können nicht wirklich zusammen kochen, weil ich vielleicht einfach nicht so lange stehen kann, aber hey, ich kann schon eine Paprika schneiden. So. Ja. Ja, aber ja. Ich meine, aus meiner Perspektive war ja, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, wir können eigenständig zusammen, wir beschließen jetzt, wir gehen raus und gehen in den Park. Wir sagen nicht den Schwestern oder dem Arzt Bescheid oder müssen uns einen Rollstuhl ausleihen. Wir beide gehen jetzt in den Park. Das ja, ist, stimmt. Das ist, da haben wir halt die Kontrolle drüber. Okay. Oder halt auch mal wieder so ins Kino oder so. Oder wir waren auch mal in einem kleinen Museum, wo was nicht so groß war, wo man nicht so viel gehen musste. Aber so, ja, quasi in der Öffentlichkeit draußen was machen. Nicht immer nur so für sich alleine, sondern auch die Entertainment-Möglichkeiten dieser Welt nutzen. Doof gesagt. Ja. Ja. Ja, ansonsten Einschränkungen. Ich meine, aber das gehört halt bei einer Partnerschaft auch dazu, glaube ich. Es gab Momente, wir hatten dann tatsächlich einen Plan, ich weiß gar nicht, ob das war ein Schokoladenseminar oder so. Wir wollten irgendwo hinfahren und dann, es waren 3 Straßenbahnstationen, dir ging es nicht gut, du hast gesagt, hey, können wir kurz raus und dann... Stimmt, ja. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, was soll's, ich schreibe denen kurz, wir sagen ab, Geld, was spielt keine Rolle, lass uns nach Hause fahren und einfach... Ausruhen. So, solche Momente gab es, aber das ist dann halt, das habe ich dann auch so ein bisschen in meiner Pflicht gesehen, da. Oder Pflicht, ich habe versucht, eine Ruhe auszustreiten, vor allem wegen, es ist alles egal. Hauptsache dir geht's gut, uns geht's gut. Das Zusammensein war dann halt viel wichtiger als, ja, Schokolade ist auch wichtig. Sehr gut. Ja, aber die Prioritäten waren dann doch nochmal ein bisschen anders. Okay, ja, dann würde ich das an dieser Stelle auch abschließen wollen. Ich kann dir sagen, diese Ruhe, diese Gelassenheit, die hast du auf jeden Fall ja, eigentlich kontinuierlich über die ganze Zeit ausgestrahlt. Es war wirklich sehr gut, denn ich hatte halt zwischendurch auch echt viel mit diversen Ängsten zu kämpfen, von was ist das, was passiert mit mir, bis hin zu kann ich jemals wieder... Ja, oder Mist, jetzt muss er meinetwegen schon wieder XY, also ja, ich kann dir nur sagen, du hast mir da echt durch die ganze Zeit geholfen und ich meine, hey, du hilfst mir jetzt immer noch. Ja, ich bin auch schlecht in Worten, also na gut. Auf jeden Fall danke für dieses Interview. Ja. Gerne. Ich drück mal eben auf Stopp. Ja, besser ist. Besser ist. So, ja, das war's dann jetzt auch mit dem 4. Tag. Die Hälfte ist quasi rum. Wir haben, glaube ich, schon ein bisschen mehr als die Hälfte des Weges gemacht. Noch einmal die Bitte an euch. Ich würde ja gerne morgen Botschaften von euch an alle quasi vorlesen, insbesondere von allen Betroffenen. Also wenn ihr möchtet, dass ich irgendwas im Video sage als Let's Talk-Teil, dann schreibt mir das, wie gesagt, gerne hier in die Kommentare rein. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und ich bedanke mich auch nochmal bei Rainer. Und ja, dann auf Wiedersehen. Bis morgen dann. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Oh nein. Warte mal, das muss aber mit ins Video. Ich helfe dir.